Die Nestro ist wahrscheinlich das österreichischste aller Schiffe. Und sogar vor dem Dackerkönig Dezibal tanzen wir Walzer. Diese 8 Besonderheiten machen eine Schiffsreise auf der MS Nestroy zum unvergesslichen Erlebnis. Ich möchte ganz kurz erklären, warum wir Österreicher dieses Gefühl haben, dass die Donau uns gehört. Weil es so ist. Mit österreichischem Humor präsentiert Kreuzfahrtdirektor Niki Nikolaus die Highlights der Flusskreuzfahrt. Auf der Nestro erlebt man die Donau aus einem sehr österreichischen Standpunkt. Das war also kilometermäßig der längste Anteil an der Donau. Und so hat man gesagt, die Österreicher sollen die Oberhoheit über die Schifffahrt auf der Donau übernehmen. Der Kreuzfahrtdirektor ist sehr lustig, hat einen Botzenschmäh. Das ist so die Stimmung an Bord, die ja so ein bisschen auf Wien gemünzt ist. Die Kabinen auf der MS Nestroy sind wahre Raumwunder und selbst für die größten Koffer hat man gut Platz unterm Bett. Ebenso unter dem Bett ein kleiner Schuhschrank, wo man alles unterbringen kann. Und in der Lade unter dem Schreibtisch finden die Damen auch einen hervorragenden, kräftigen Föhn. Mit einem Handgriff verwandelt das Servicepersonal das Sofa in ein gemütliches Bett und legt jeden Abend ein österreichisches Betthupferl dazu. Kabinen sind super, perfekt. Also es ist unsere erste Flusskreuzfahrt und wir sind begeistert. Österreichischer kann man den Tag nicht beginnen. Das Brot an Bord stammt vom Bäcker Teufel aus Melk. Wir haben auf der Nestro natürlich das klassische kulinarische österreichische. Vom Kaiserschmarrn bis zur Jausenvariation gibt es bei uns alles. Gemischt mit den regionalen Eindrücken der Länder an der Donau, wo wir auch langfahren. Nachmittags gibt's Kaffee und Kuchen. Wir haben natürlich die Zweigeldweine, wir haben die grüne Veltiner, wir haben einen gemischten Satz, wir haben verschiedene burgenländische Weine da. Mir gefällt ganz besonders das österreichische Essen, die Semmelknödel. Dass da österreichisches Bier gibt. Essen ist gut, trinken ist gut, passt alles. Eine Spezialität der MS Nestroy sind die ausgelassenen Feste, die auf dem Sonnendeck gefeiert werden. Zum Beispiel das Piratenfest oder das Oktoberfest. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Das ist definitiv die Gastfreundlichkeit. Finde ich toll. Und das Gemüt. Wir versuchen auf der Nestroy Ausflüge zu bieten für die ganz Flotten, Aktiven, für die ganz Langsamen, die es lieber gemütlich haben und für die, die sagen, eine normale Stadtrundfahrt, ein normaler Ausflug ist für mich genau richtig. Manche Sehenswürdigkeiten muss man sich erarbeiten und zu den Felsenkirchen von Ivanovo ist es ein kleiner Spaziergang, fast schon eine Wanderung. Belogradschik habe ich mit einer amerikanischen Gruppe kennengelernt. Sie sind unten ausgestiegen und haben fotografiert. Aber Österreicher mit den Genen einer Bergziege möchten auch diese Felsen erklimmen. Auf dem Sonnendeck der MS Nestroy gibt es nicht nur gemütliche Liegestühle und gemütliche Stühle für alle Gäste, sondern es gibt auch heurigen Bankeln, wo man bei einem Salzburger Bier und einem niederösterreichischen Spritzen zusammensitzen kann. Für heiße Sonnentage stehen auf dem Sonnendeck Duschen zur Abkühlung bereit. Ah, das ist super! Es ist alles genügend Platz da zum Sitzen, zum Liegen, kein Problem. Im Fitnesscenter können die Gäste etwas für ihre Gesundheit tun. Vom Masseur können sie sich an Bord verwöhnen lassen. Ich biete herkömmliche Ganzkörpermassagen, klassische Massagen, manuelle Lymphdrainagen, Nacken-, Schulter-, Fuß-Reflexzonenmassagen. Massagen sind super nach einem langen Ausflugstag. Für Aktive wird auch Morgengymnastik geboten. Und Sprung! Die Nestroy ist das einzige Schiff, das hinausfährt bis zum Kilometer Null und dann auch noch weiterfährt bis zum Minus Achter und draußen dreht.
Die Nestroy hat endgültig das Schwarze Meer erreicht und gleich werden Sie die Wellen spüren, die uns hier bewegen. Und diese Wellen werden Ihnen helfen beim Tanzen des Donauwalzers. Denn wenn es einen Platz gibt, wo dieses Lied getanzt werden muss, dann ist es hier am Schwarzen Meer. Das ist extra für österreichische Gäste.